bestätigen. Folgt mir! Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Lautschmann und ich begrüße euch wieder recht herzlich zu Detroit Become Human. In der letzten Episode hatten wir Treffen mit Kamsky, das ist nicht wirklich anders verlaufen wie beim allerersten Mal, weil wir wollten unser Verhältnis zu Lieutenant Anderson nicht gefährden. Ja, jetzt haben wir wieder ein Kapitel mit Marcus, wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir fahren fort. 9. November 2038. 12.04 Uhr. So. Jetzt wieder ein Magazin. So. Ich glaube, die haben beim letzten Update haben sie Aufstände der Androiden Detroit, der Stadtviertel von gestörten Androiden, verwüstet. Mehrere Viertel Detroits wurden letzte Nacht brutal verwüstet, Cyberlife-Geschäfte wurden geplündert und dort vorrätige Androiden gestohlen. Doch das war keine alltägliche Kriminalität, die Eindringlinge sollen Androiden gewesen sein. Zwar hat die Polizei noch keine offizielle Stellungnahme abgegeben, doch zugespielte Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen Androiden, die aus der Kanalisation kommen und Schaufenster einschlagen. Ah ja. Der schlimmste Vorfall ereignete sich im Capitol Park, wo die Polizei von gewaltbereiten Androiden konfrontiert wurde. Die Officer mussten schließlich das Feuer auf die Androiden eröffnen, die vermutlich einen Fehler in ihrem Verhaltensalgorithmus haben. Ein Augenzeuge, der anonym bleiben möchte, sagte, ich wurde persönlich vom Anführer angegriffen, er bedrohte mich mit einem Messer. Ich hatte solche Angst. Bullshit. Ah, das haben wir schon mal gelesen. Ja. Ich glaube, die haben es ein bisschen verbessert, dass man mit dem Touchpad nicht mehr so krass draufdrücken muss. Das war mal noch anders, ne? So, können wir wieder zurücklegen. So. Was haben wir hier noch? Ah, Moment. Hier ist noch was. So. Zurücklegen, okay. So. Hier haben wir auch ein Klavier. Für ein bisschen Klavierspielen ist immer Zeit. Okay. Ich muss sonst noch irgendwas machen. Ach komm, steh mal wieder auf. So. Oh. Wir gehen direkt zum Balken. Oh no. Hab mich gefragt, wo du bist. Tagslicht. Ich musste nur mal an die Luft. Mir gefällt es hier. Ich komme oft her. Hier ist man alleine mit der Welt. Wir haben Hunderte befreit und sie kommen immer noch aus allen Ecken der Stadt. Die, die von Freiheit träumen, kommen nach Jericho. Etwas verändert sich. Du wirkst nachdenklich. Reiz der Macht. Und gestern, als wir den Brand gelegt haben, das Chaos, die Flammen.
In dem Moment genoss ich es. Die Macht. Die Gewalt. Und ich hasse mich für dieses Gefühl. Was wir gestern getan haben, ist in allen Medien. Die Menschen haben Angst. Sie befürchten einen Bürgerkrieg. Als Reaktion darauf haben sie viele von uns verbrannt. Die Menschen hassen uns. Sie schenken uns nie die Freiheit. Fatalistisch. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wir müssen es zu Ende bringen und hoffen, dass die Vernunft siegt. Du hast nicht viel von dir erzählt, seit du bei uns bist. Wie war dein Leben vor Jericho? Wahrheit. Ich kümmerte mich um einen alten Mann. Er war wie ein Vater für mich. Er zeigte mir, dass Menschen und Androiden miteinander leben können. Norths Vergangenheit? Was ist mit dir? Du erzählst nie was über dich. Was hast du früher gemacht? Ich will nicht drüber reden. Vertrauen. North, wir kämpfen gemeinsam. Wir müssen Dinge über uns wissen, um uns zu vertrauen. Neugierig. Warum hasst du Menschen so sehr? Das muss einen Grund haben. Ich sagte doch, ich will nicht drüber reden. Ich war nichts. Eine Puppe auf menschliche Befriedigung programmiert. Nur ein Spielzeug für ihr Vergnügen. Eines Tages hat mich wieder ein Mann gemietet. Und plötzlich merkte ich, dass ich es nicht länger ertragen konnte. Ich erwürgte ihn und rannte davon. So, jetzt weißt du alles. Ich hätte es dir nicht sagen sollen. Verbinden. Ich sah deine Erinnerung. Karls Haus. Sie hielten dich für tot in seinem Studio. Ich sah auch deine Erinnerung. Der Eden Club. Der Tod dieses Mannes. Es war, als ob ich auch da war. North! Jetzt haben sie eine Liebesbeziehung. So, okay. Weiter geht's. Anführer. Das ist Selbstmord. Wir gehen alle drauf. Bitte, Marcus, noch kannst du es dir überlegen. Du begreifst es nicht. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir wirklich sind. Dieser Ort geht in die Geschichte ein. Sie werden uns töten. Das Risiko gehe ich ein, wenn unser Volk dadurch Freiheit erlangt. Marcus, bitte tu das nicht. Sie werden verstehen. Wir bringen sie dazu. Es ist der einzige Weg. So. Okay. Die Androiden hier könnten sich anschließen. Je mehr wir sind, desto lauter die Botschaft. So, können wir ihn gleich umwandeln? Du bist frei. Genau, du bist frei. So. Ihn wandeln wir auch um. Du bist frei. So. Komm mit uns. Sehr schön.
Du bist jetzt wach. So. Ist hier noch jemand, den wir noch brauchen? Nein. Ah, na endlich. Ich warte hier schon 10 Minuten. So. Du bist jetzt frei. Genau. Hey! Was glaubst du, wo du hingehst? Du bist frei. Ich muss die Straße blockieren. Okay. Geil. Sehr schön. Mama. Du bist frei. So. Mama, öffnen. So. Öffnen. Oh. Hier sind auch welche. Geil. Sehr schön. So muss das sein. So, kommt. Du bist jetzt frei. Ist das geil. Das ist so geil musikalisch untermalt. So. Ah ja. So. Yeah. Hammer. So geil. Die Episode fand ich schon beim ersten Mal Hammer. Fight!
jetzt wird's interessant. Wir sind hier, um friedlich zu demonstrieren. Und zu sagen, dass wir lebende Wesen sind. Alles, was wir wollen, ist Freiheit. Dies ist eine illegale Versammlung. Geht auseinander oder wir eröffnen das Feuer. Wir wollen keine Konfrontation. Wir haben euch nichts getan. Und wir wollen auch niemandem etwas tun. Bis ihr uns unsere Freiheit zusagt, werden wir hier nicht weggehen. Ich wiederhole, dies ist eine illegale Versammlung. Wenn ihr nicht sofort auseinandergeht, werden wir schießen. Marcus, sie werden uns töten. Wir müssen angreifen. Wir sind mehr als sie, wir können siegen. Wenn wir angreifen, gibt es Krieg. Wir müssen beweisen, dass wir friedlich sind. Wir sollten einfach stehen bleiben, auch wenn das unser Tod ist. So. Das ist eure letzte Chance. Geht auseinander, oder ihr werdet alle getötet. Angriff. Mach das nicht, Marcus. Wähle nicht die Konfrontation. Bestätigen. Folgt mir! Oh, fuck. Nein. So. Weiter geht's. Ah, fuck. Komm schon. So. So. Oh nein. So. Ah. So. Oh, fuck. Ich hab R2 gedrückt. So. Haha. So. Alter. Mist. Ah. Auf geht's. Nein! Oh, nein, 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 nein. Sehr schön. Dankeschön. Ey! Gut, Rucksack. Ah, fuck! Komm schon. Aha! Warum hat das eben nicht gegolten? So. So. Sehr schön. Puh. Sehr schön. Komm. So. Ah. Scheiße. Ah! Rückzug! Gut. Ja, schon. Sie fliehen. Gewonnen, Marcus. Yeah. Wir haben aber auch einige verloren. Puh. Puh. Thank you.
Puh. Öffentliche Meinung sinkt natürlich wieder rapide. Aber wir haben wieder ein Statement hinterlassen. Wow! Krass. Freiheitsmarsch. Konfrontation. Jawohl. Krass. Krasse Scheiße. Geht noch ein bisschen weiter, ne, wie man hier sieht. Das letzte Mal ist Marcus geflohen. Diesmal haben wir direkt die Konfrontation gesucht, haben die Polizei besiegt. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Dass wir die Machtstellung von Jericho natürlich nochmal verbessern. Ja, das war Freiheitsmarsch. Lasst mir gerne mal eure Gedanken da. Wie ihr es empfunden habt, sieht ihr mal, in North haben wir sogar jetzt eine Liebesbeziehung. Jericho ist immer noch Anführer öffentlicher Meinung, gehasst. Josh, feindselig, jo, mein Gott. Simon gibt es leider nicht mehr. Diesmal im zweiten Durchgang. Ja, wie gesagt, lasst mal eure Meinung da, wie ihr jetzt diese Episode empfunden habt oder was ihr vielleicht gemacht hättet. Keine Ahnung, ja. Und wenn sie euch gefallen hat, die Episode, könnt ihr auch gerne mal ein Like da lassen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Detroit Become Human. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.